shit! Oh! Moin Freunde, schön, dass ihr dabei seid. Ich befinde mich nach wie vor an der deutsch-polnischen Grenze zusammen mit meinem wunderschönen polnischen Offroad E36 und ich habe ein paar Teile bestellt, die wir unbedingt brauchen, denn in diesem Video wollen wir das erste Mal hoffentlich so richtig in den Dreck fahren. Für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben, das ist meine neueste Errungenschaft, ein polnischer E36 Kompakt mit Offroad-Umbau. Im letzten Video hat Maeve den hier komplett wild schon neu lackiert und wir sind auf eine kleine Testfahrt gegangen, haben uns den Lack auch schon ein bisschen eingesaut, haben uns aber ehrlich gesagt auch gut zurückgehalten. Ne? Man sieht es hier ein bisschen, da wäre noch mehr gegangen. Aber ich bin ganz ehrlich, wir hatten einfach maximal Schiss, uns irgendwo festzufahren, denn trotz diesen Fuck-Stollenreifen haben wir nur einen Heckantrieb. Und wenn du da mal stecken bleibst, ich habe kein anderes Auto, um den hier rauszuziehen. Ich meine, mein fucking X3 kommt nicht mal über eine Bremshuppel, also den kannst du vergessen. Deswegen habe ich das einzig Vernünftige gemacht und diese Made in China Elektrowinde auf Amazon Prime bestellt, zusammen mit ganz viel Kabelzeugs und Dingsbums, keine Ahnung. Und die wollen wir heute zusammen hier vorne irgendwie an diese Bashbar montieren, um dann heute Nacht oder spätestens morgen Mittag irgendwo nach Polen zu donnern und richtig Gas zu geben im Gelände. Ich hoffe wirklich, die Winde funktioniert, denn wenn wir hängen bleiben und nicht rauskommen, ich sag euch, wie es ist, ich lasse das Ding zurück. Den Stress tue ich mir nicht an. Aber ich bin ganz ehrlich, ich bin echt guter Dinge. Das Ding wiegt gar nicht mal so wenig. Und wir alle wissen ja, wenn etwas schwer ist, dann muss es eine gute Qualität haben. Allmann Weisheit Nummer 712. Ich baue jetzt erstmal zwei Löcher, verschraubt das und dann versteht ihr ungefähr meinen Plan vielleicht. Und ich hoffentlich auch, weil es ist nur eine Idee in meinem Kopf. Ob das wirklich funktioniert, finden wir wie immer zusammen raus. An hier. So, jetzt muss ich hier noch durch und zack. So ist das geil. Jetzt können wir nämlich hier mit dem Stück Gewinde direkt in unsere Winde reingehen. Natürlich legen wir noch die Platte drunter, die ich jetzt gerade nicht mehr finde. Hier ist sie. Und dann sollte das schon mal in der ersten Position sein. Das ist unsere Position. Hier soll sie hin. Hält, wie gesagt, jetzt erstmal nur mit den zwei Schrauben hier. Ist schon einigermaßen stabil, aber natürlich kannst du hier noch kein Gewicht dranhängen und das Ding aus dem Loch ziehen. Deswegen ist jetzt der Plan. Diese Schrauben sind noch nicht final fest, weil ich schraube es nochmal ab, mache hier alles blank. Auch dieses Blech hier mache ich blank. Und wir bauen uns hier nochmal so eine Verstrebung, schweißen die links und rechts an und hoffen, dass es dann stabil genug ist, um uns hier irgendwie aus dem Dreck zu ziehen. Was meinst du? Baut man nicht eigentlich die Lichtmaschine und den Motor ein? Bruder. Das ist doch keine Lichtmaschine hier. Keine Ahnung, ich kenne mich nicht mit Autoschrauben aus. Ich habe keinen Plan von dem, was ich mache. Sieht zwar vielleicht so ein bisschen aus, aber... Ich bringe dir das noch bei, ist kein Problem. Ja, die Handschuhe von der Petrus nehme ich auch immer zum Kuchenbacken. Dafür sind die richtig gut. Okay. Ich fühle mich gleichzeitig einen grauen Star, Alter. Diese Brille ist wirklich gottlos, Maeve. Digga, die hat auch nur 1,50 € gekostet. Das ist nicht das Problem. Ich glaube, der Lacknebel ist das Problem. Ey, ich mache das jetzt hier mal blank. Dann setzen wir das Blech nochmal an und versuchen uns Streben zu schweißen. Das ist der Plan. Digga, ich ziehe jetzt die Jacke aus. Das geht hier gar nicht, Mann. Macht die Heizung zu warm? Nein, aber ich mache die Jacke kaputt beim Flex. Ah. Also ein bisschen stolz bin ich schon auf diese Konstruktion. Ich habe da jetzt mal so ein Blech gefertigt und das kommt jetzt hier unten so ran. Ihr seht es, wir können jetzt hier richtig schön einmal hier verschweißen, einmal dort und natürlich auch unten am Rohr. Das sollte dann auf jeden Fall Stabilität bringen. Ja, das ist einigermaßen mittig. Damit kann man leben. Die ersten Schweißnähte sind dran. Das hält jetzt auch schon recht gut. Das Problem ist, Gas ist leer gegangen. Das heißt, wir können es noch nicht fertig schweißen. Aber scheiß drauf, wir montieren die Winde mal drauf, machen die ganze Verkabelung und morgen machen wir die letzten zwei Schweißnähte. Das kriegen wir auf jeden Fall noch irgendwie gebacken vor der ersten Fahrt. Winde ist dran, hält auch schon recht gut, auch noch nicht durchgeschweißt. Und das Geile ist, guckt euch das mal an. Ich sehe hier gerade, hier ist blau, da ist gelb, ne? Und jetzt gehen wir mal rüber zu den Kabeln. Blau, gelb, rot, schwarz und auch hier an unserem Modul alles farblich markiert. Gelb, rot, schwarz, blau. Das heißt, eigentlich brauchen wir diese Manual gar nicht, denn das geht alles mit Farben. Und Farben kann ich sehen, meine Freunde, das kann ich euch erzählen. Das war da schon das Loch, falls irgendwer fragt, okay?
So, unser Modul wird jetzt hier höchst professionell auf polnische Art und Weise am Dom befestigt. Ja, das ist fest. Jetzt können wir unsere beiden Kabel, die von der Winde kommen, einmal hier anschließen. Oh, das ist aber auch ganz knapp, oder? Oh je. Aber es geht. Geht, ja. Und von da gehen wir dann an die Batterie. Das Ding ist halt so gebaut dann, dass es immer an der Batterie ist. Es hat immer Strom. Vielleicht hänge ich dann eine Sicherung dazwischen oder so. Es ist jetzt mal alles verkabelt. Hier kommen die Kabel von der Winde an unser Modul, hoch zur Batterie. Und ihr seid jetzt dabei, wie wir das erste Mal direkt ans Plus gehen. Wasser hat er schon. Wir hoffen jetzt einfach, dass es keinen Knall gibt oder so und dass das Ding jetzt funktioniert. Okay, Plus ist dran. Hat noch nichts gemacht. Das ist ein gutes Zeichen, vielleicht. Es ist ein gutes Zeichen, dass nichts brennt. Noch besser ist, wenn er jetzt das macht, was wir wollen. Ich nehme gleich die Fernbedienung. So. Sind Batterien drin? Oh, sag bloß, da sind keine Batterien. Es ist sehr leicht. Oh, da sind keine Batterien drin, oder? Ah doch, du musst es anmachen. Jetzt leuchtet's. Okay. Digga, wir haben es geregelt. Ja, guck mal, du kannst in jede Richtung. Egal wie. Das Ding ist 20 Meter lang. Ich habe extra die längste genommen, wo ich gefunden habe. Und extra kein Stahlseil, weil, ey, Stahlseile, wenn die sich mal aufgerollt haben, ich weiß nicht, also da habe ich schlechte Erfahrungen, dass die dann so grauselig werden. Aber das hier? Entspannt, Alter. Mal kurz gucken, ob ich das Auto ziehen kann. Also wir haben aber erst zwei Schweißnähte, ne? Also ich muss aufpassen. Aber es sind ja auch drei Schrauben drin, also das muss es halten. Das ist ein voller Erfolg, würde ich sagen. Alle Sachen sind gepackt und auf geht's zum Europas größten Offroad-Track. Raus mit der Pissbude. Es hat immer Strom. Vielleicht hänge ich da noch eine Sicherung dazwischen oder so. Really, Bro? Oh. Ja, wir haben zu viel mit der Winde rumgespielt. Oh. Ey, schieb dich raus. Da fängt ja schon wieder hier alles super an. Oh nein. Oh. Belastend. Hui. Oh, sieht das fett aus! Ey, Maeve hat's euch schon gesagt. Wir fahren auf Europas größte Offroad-Strecke, die gerade mal eine Stunde entfernt von Maeve seiner Halle hier in Polen sich befindet. Wir haben kurzfristig davon erfahren, haben einfach mal angerufen. Maeve hat 2 Minuten telefoniert, auf einmal meinte er so, yo, Bro, ist eigentlich geschlossen heute. Aber ich habe ihm gesagt, wir machen YouTube-Videos. Die schließen extra für uns heute auf. 80 Euro, wir haben den ganzen Tag eine 10 Kilometer große Offroad-Strecke nur für uns und diesen Eimer. Ich hoffe, ihr überlebt. Tank ist voll. Wir holen uns was zu snacken und fahren direkt weiter. I think we made it. Hier ist die Einfahrt. Maeve, benehmen. Wir sind hier zu Besuch. Oh, was zur... Oh nein, das war eine schlechte Idee mit dem Fenster. Oh nein, ich habe das Fenster geschrottet. Ich wollte euch diese Strecke zeigen. Alter. Wie sollen wir da hochkommen, Bruder? Fuck. Das wird so gut. Boah. Vor allem, Gott sei Dank haben wir eine Winde. Wo sollen wir da irgendwo eine Winde festbinden? Bruder, das ist nur der erste Teil. Das Ding ist noch 10 Kilometer groß. Ach du Scheiße. Okay, wir begrüßen mal kurz hier die Besitzer. Und ich repariere schnell das Fenster. Und dann geht's los. Ha ha ha!
Mein was? Ey, guck mal, der Nuss aus unserem Werkzeugkasten. Ja, jetzt musst du gucken, ob das nicht liegt. Weißt du? Ja, hier auch. Oh. Oh nein, wir haben unser Werkzeug verloren. No. Das ist Gummi, du musst jetzt. Aber können wir ganz kurz darüber reden? Hier landen wir. Ey, das sind doch nein, Digga. Was? Du bist hier gelandet, das ist dein Auspuff. Okay, lass mal kurz zählen. Eins. Ah. 8 Meter! 8 Meter in einem fucking Polen-Urus, Alter! Scheiße! Holy shit! Das Werkzeug hast du gefunden! Wir suchen jetzt noch unser Werkzeug zusammen, wo hier aus dem Auto rausfällt die ganze Zeit. Fenderflares und so? Fenderflares sollten wir auch noch finden und dann hauen wir irgendwann ab, aber ein bisschen Spaß kann man noch haben. Oh shit, Digga! Ich fühl's. Ich bin von dem ganzen Adrenalin richtig aus der Puste und ich sage euch ehrlich, ich glaube, das ist ein neues, cooles Hobby zum Driften. Was ist die Regel Nummer 1 beim Offroaden? Immer den scheiß Kofferraum leer rollen. Oh nein. Oh nein. Oh shit. Scheiß drauf. Wir machen weiter. Also ich wundere mich ja, wie wir unser Werkzeug verlieren konnten. Achtung. Wir haben einen scheiß Loch. Oh nein. Oh, wir haben bestimmt den halben Werkzeugkoffer verloren. Oh nein. P-Tools, ich brauche einen neuen Werkzeugkoffer. Wir haben den beim Offroaden in Polen verloren. Hier, und Kanister liegt auf der anderen Seite. Ja, Kanister ist dort. Und Fenderflares sind dort irgendwo noch ganz unten. Tschüss. Ja! Also ich habe schon viel in meinem Leben gemacht, aber ich glaube, das ist eines der lustigsten Sachen, die ich jemals erleben durfte. Und das alles mit so einem 1000-Euro-Ding aus Polen. Es ist ja nicht mehr zu fassen, Leute. Es ist ja nicht mehr zu fassen. Maeve, viel Spaß. Oh, mach's nicht ganz kaputt. Hauptsache, meine Zähne bleiben drin. Hauptsache, wir kommen noch irgendwie heim mit dem Auto. Scheiß drauf, meine Zähne sind mir wichtiger. Ich laufe von zu Fuß aus hier. Es war mir so scheißegal. Du hast ja gleich alles gegeben, Bruder. Es war mir so scheißegal, ich hab die Karre geprügelt. Alter, Jäber. Ja, vielen Dank. Scheiße, Digga. Ist das wild. Oh nein, Marvin, du bist stecken geblieben. Was machen wir da jetzt? Ja, die neue Runde. So, Freunde, es wird langsam dunkel. Wir sind jetzt hier wirklich ein paar Stunden rumgeballert. Es ist kaum zu fassen. Die Karre hat es einfach gepackt. Also sie ist nicht kaputt gegangen und wir sind nicht einmal stecken geblieben. Wir sind jedes Mal rausgekommen, aber wir haben ja extra unsere Winde hier vorne montiert. Und deswegen sind wir jetzt stecken geblieben. Also wir haben die Karre einfach mal kurz hier reingefahren und binden uns jetzt an den Baum da vorne ran und schauen, ob wir uns theoretisch mit dieser Amazon-Wende hier rausziehen könnten. Hier ist relativ steil, also bin mal gespannt, aber hier... Also warte mal, ich stelle die Kamera gerade aus. So, sieht man das? Kommt. Ich weiß ja nicht. Und wenn nicht, dann hoffe ich, dass wir uns jetzt nicht wirklich festgefahren haben. Scheiße. Ich bin schon ziemlich drin, Digga. Ich baue das mal auf und dann zeigen wir euch das gleich mal. Hey, mega geil, guck mal. Ich hätte jetzt gedacht, wir müssen mega langsam diese Winde hier so rauslassen. Aber wir haben hier einen Leerlauf. Kann man sie einfach ziehen.
Ich fühl das, Digga. Jetzt kommt aber an, hält unsere Schweißnaht und ist die Winde stark genug. Ich würde es ja fühlen, wenn es jetzt abreißt. Das wär so fürs Klischee. Nein, bitte nicht, Bro. Lass den Motor aber laufen wegen der Batterie, ne? Ja, ja. Was denkst du, wird es halten oder geht kaputt? Ja, nur diese Seil sieht aus, wie, als würden wir Wäsche aufhängen. Ich feuer den Typen. Weißt du, was ich mir noch überlegt habe? Wenn das jetzt abreißt, dann rollt der Karren da runter. Aber willst du dich reinsetzen oder scheiße drauf? Ich riskier das jetzt. Aber das geht so steil runter. Ja. Es geht! Go! Amazon-Winde! Avada Kedavra! Kurva! Es Ding läuft, Alter! Ich würde es ja fühlen, wenn es jetzt abreißen würde und zusammen mit dir hier runterrollt. Bin privatversichert, das regelt das schon. Leute, ist das verrückt. Schaut es euch an. Also Winde ist wieder ab. Das Ding ist, wir müssen jetzt trotzdem rauskommen. Also ich hole Schwung und baller hier jetzt hoch. Mal gucken, ob es klappt. Ja. Fürs innere Gefühl, dass du hier ein bisschen was siehst. Danke, ich sehe immer noch gar nichts. Wie krass war dieser Tag, Freunde. Die Karre ist komplett eingesaut. Wir werden sie auch nicht waschen. Ne? Das ist unsere Trophäe. Das Einzige ist, wir müssen unbedingt diese Scheiben sauber machen. Also wir sehen gar nichts. So, jetzt aber. Also ich sag euch, wie es ist, Freunde. Der Karren hat es überlebt. Ich hätte es nicht gedacht. Der Besitzer meinte zu uns, er konnte ja ein bisschen Deutsch. Als wir auf dem Hof gefahren sind, dachte er, beim ersten Sprung kracht das Ding auseinander. Und ich bin ganz ehrlich, ich hätte es auch gedacht. Aber wir sind alle sehr, sehr, sehr überrascht gewesen, dass das Ding einfach überlebt hat. Aber wie es einfach alles gemeistert hat, was wir ihm angetan haben. Ich denke, dafür hat sich der Wagen verdient, hier nochmal ein bisschen Liebe zu bekommen. Wir müssen auf jeden Fall was an der Leistung machen. Wir sind an unsere Grenzen gekommen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie hat euch das Video gefallen? Also ich hoffe, ihr hattet wenigstens ein bisschen Spaß, weil wir hatten gerade den Spaß unseres Lebens. Ich sag dir auch, das war der schönste Tag meines Lebens heute. Oh, freut mich mega, dass wir das erleben durften. Alter. Und B, schreibt mal in die Kommentare, was würdet ihr für ein Motor hier drin sehen? Irgendwas BMW-mäßiges wäre geil, das ist nicht so ein ewig komplizierter Umbau. Und jetzt nicht so V8, irgendwas krass kompliziertes. Nee, low budget auch, low budget. Es muss low budget sein, Leute. Aber ein bisschen mehr Bums brauchen wir. Vielen Dank auch nochmal an den netten Dude, der uns hier einfach trotz geschlossenem Park für 80 Euro den ganzen Tag draufgelassen hat. Also wirklich auch Props. Er meinte auch Balls of Steel, dass wir mit der Karre da hingekommen sind. Er hat gesagt, da kommen so viele Leute her, wo die Autos auseinandergebrochen sind. Und erstaunlicherweise hat dieser Haufen einfach durchgehalten. Hast du eigentlich schon gesagt, was er gekostet hat? 1300 Euro, meine Freunde. Digga, 1300 Euro und die haben sich aber sowas von hart gelohnt. In diesem Sinne, lasst gerne auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, eure Meinung rein. Abonniert diesen Anal. Macht es gut und ciao. We came to shine here. Watch it look daytime in the night. We bring the vibes here.